Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir wandern heute von Öningen in Deutschland nach Stein am Rhein in der Schweiz. Alles am Rhein entlang. Und weil wir einer sehr mystischen und anscheinend stark veralteten Wegbeschreibung gefolgt sind, folgt hier meine eigene kurze Wegbeschreibung. Wir beginnen unser Abenteuer am Parkplatz unterhalb des Klosters, glaube ich, von Öningen, das wir uns vielleicht auch irgendwann noch mal ansehen. Und wir laufen dann erstmal in Richtung Rhein, Strandbad, alles nach unten, so halb durchs Naturschutzgebiet durch. Das sehen wir später noch. Links vom Weg, auf dem Weg zum Strandbad, finden wir ein paar Kleingärten. Unter anderem mit Kürbissen drin und Äpfeln, warum auch immer, wo auch immer die herkommen. Und dann biegen wir vor dem Strandbad rechts ab, also so wie ich es euch hier zeige, um die Ecke rum am Strandbadparkplatz vorbei und in Richtung Stiegen. Das sind jetzt noch 0,8 Kilometer von hier aus. Es ist ein brütend heißer Sommertag, nebenbei bemerkt, und da vorne ist auch schon Stiegen. Und ich behaupte, das liegt schon in der Schweiz, bin mir da allerdings nicht so ganz sicher. Wir folgen dem Seeweg weiter entlang, vorbei an prächtigen Villen mit hervorragendem Rheinblick. Und an der Stelle müssen wir rechts. Ich gehe aber erstmal kurz zum Wasser runter. Wir gehen wieder rechts ins Froschengässle. Und da folgen wir einfach dem Weg immer geradeaus in Richtung Stein am Rhein.
Gleich sehen wir kurz die Burg Hohenklingen, die wir uns auch demnächst in einem Video ansehen werden. Und jetzt sind wir ganz offiziell in der Schweiz im Kanton Schaffhausen und das Ganze komplett ohne Zollkontrolle. Wir sind jetzt im nicht-europäischen Ausland und da vorne sehen wir schon den Kirchturm von Stein am Rhein. Zurück geht's dann einen anderen Weg, den werde ich euch auch noch zeigen bzw. erklären. Im nächsten Video kommt jetzt aber erstmal das Steine am Rhein Video, eine wirklich wunderschöne mittelalterliche Stadt. Seid gespannt!